Ich zeige mal, wie wir abgehen, Mann. Die Kings of Basel City. Oh, Kimmel Dukes! Ist gegangen. Schlimm seine Entscheidung gesehen. Geht's noch? Ich und Politik? Ja, die Politiker kann man nicht immer so ernst nehmen. Weißt, es passiert so viel in der Schweiz und da muss man einfach hart durchgreifen und ich finde das schon gut, weißt. Und ich denke, es wäre gut für etwas Neues, dass er etwas Neues kann kommen und eine neue Chance kann bekommen. Was ist die Lösung gegen die Weltwirtschaftskrise? Wir machen das Beste daraus, wir hoffen, dass es gleich wieder steigt mit dieser Wirtschaftskrise. Und ich denke, solange man einen Job hat, festhalten diesen Job, dann Geld ist Geld. Ja, dass nicht alle so egoistisch sein sollten, glaube ich, die ganzen Banker und so. Ich glaube, so wird es mehr als Allgemeinwohl denken und nicht, wie man das Geld immer vermehren kann und so. Ja, ich glaube, das wäre mal ein guter Lösungsansatz. Um eine erfolgreiche Partyserie zu machen, wie House Fanatics. Den Leuten muss es immer gefallen. Ich denke, ein roter Faden, zuerst ein bisschen Tech House, dann ein bisschen steigern und dass man den Headliner richtig spürt, dass es wirklich ein Vollgas geht. Und am Schluss ein bisschen minimal für die es noch brauchen am Schluss. Die Szenenbasis ist recht gewachsen in den letzten Jahren. Mein. Ist recht gut, ist etwas rum. Man kann etwas organisieren. Ist gut in der Box. Ich finde es geil, dass es Shaking gibt. Wenigstens etwas für die Jungen. Aber findest du es auch geil, dass es andere Veranstaltungen gibt, die einfach regionale DJs buchen und 15 Stutz oder 20 Stutz Eintritt verlangen für keinen richtigen Musiker? Shaking ist schon viel besser, ist klar. Da hast du natürlich insoziale DJs, wo du sonst nicht ankommst. Und das ist geil für junge Leute und das ist auch geil für uns. Als DJs können mit denen auflegen, das ist wirklich eine super Sache. Auch für die Newcomer, das ist genial. Wir haben auch schon ein paar Partys organisiert, in Gleilützl und so, in einer Turnhalle. Und es gibt halt schon sehr viele Kosten. Schritt dir vom Telebass. Doch, genau die bin ich. Es ist wirklich toll hier und man kennt immer Leute und es ist wirklich super speziell. Wie wird das Wetter nächste Woche? Es schifft die ganze Woche, aber da kann ich nicht viel dafür. Adriano, dein Fazit zum heutigen Abend? Ja, es war gut. Hat mir gefallen. Die Stimmung war ein bisschen schwierig, aber die da waren, haben gerockt. Ich bin ziemlich auf Deutschland fokussiert. Bin wenig in der Schweiz unterwegs. Jetzt im Juli kommt eine neue CD raus von Private Fiction, die von mir gemixt ist. Ja, unbedingt kaufen. Jetzt geht's ab ins Kälbchen, gell? Genau, ja, ist so. Ja, das ist halt der Stress, den hat man halt am Wochenende. 40 Tage zum Wochenende!